jetzt geben wir aber Gas. Alter Schwede. Du siehst Ferraris, du siehst Lamborghinis, du siehst McLarens, aber das Auto ist relativ selten. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel, Sonntag 16 Uhr. Ich habe richtig Spaß mit den Aston Martin DBL, aber ich habe ein viel geileres Auto. Und zwar habe ich den hier, auch ein Aston Martin, und zwar der DBS Superleggera. Ein Auto, was total in der Szene unterschätzt wird, okay? Schreibt mir mal kurz in die Kommentare, wann ihr zuletzt ein Aston Martin DBS Superleggera auf der Straße gesehen habt. Du siehst Ferraris, du siehst Lamborghinis, du siehst McLarens, aber das Auto ist relativ selten. Und die Kernfrage wird heute sein, wo will Aston Martin überhaupt mit seinen 12 Zylinder und 725 PS überhaupt hin? Weil der hat fette Konkurrenten, wie der Ferrari 812, Lamborghini Aventador. Und ich sehe den 720S von McLaren auch als einen Konkurrenten, obwohl er nur einen 8-Zylinder-Motor hat. Wir fangen erstmal an. Was ich erstmal richtig geil finde und was ich enorm an Autos schätze, ist, wenn sie keine Fakes dran haben. Und mit Blender meine ich, dass sie irgendwelche Hutzen hier einbauen, was einfach nur nach Optik, also was Sportlichkeit aussieht, aber keine Funktion hat. Das ist eine Frechheit. Und hier beweist uns schon mal Aston Martin, dass es nicht so ist. Wir gehen mal mit Aerodynamik, okay? Erstens haben wir hier mal die fetten Gitter, damit wir unsere Thermik halten können, was Motor betrifft. Jetzt fängt es an mit Aerodynamik. Hier vorne geht die Luft rein, also geht hier durch meinen Radlauf. Das Ganze geht hier weiter, hier hoch und dann geht es hier rein. Und hier ist ein Loch, da kann ich komplett durchgreifen. Da geht die Luft rein und dann, jetzt kommt das Geilste, was ich technisch einfach mega geil finde, ist, Kofferraum auf, komm mal hier einmal, dann schießt er die Luft hier raus. Und hier ist nochmal Lufteinlass, da geht die Luft rein, volle Pulle, und hier kommt die Luft raus. Das ist echt heftig, das ist Technik, das ist das, was ich mag, okay? Und das sind so Details, die schon mal so absolut für dieses Auto sprechen. Kann er aber trotzdem die Qualität halten oder nicht? Und wir bleiben mal jetzt im Außenbereich, die Farbe nennt sich Hyper Red. Okay, es ist eine Dreischichtlackierung. Dann ist hier im Frontpartie, sehe ich hier gerade, komplett alles foliert wegen Steinschlagschutz. Und diese Haube zu folieren, alter Schwede, das ist echt ein Kunstwerk. Was ich mega cool finde, ist natürlich meine riesen Schnauze, mein Kühlergrill. Typisch Aston Martin, die Linie sind sie treu geblieben. Okay, das finde ich mega geil. Dieses Auto, wenn wir schon mal hier vorne sind, hat auch ein Carbon-Paket. Das ist jetzt nur ein Carbon-Paket im unteren Bereich. Das lässt sich Aston Martin mit 4.000 Euro bezahlen. Ich finde, das geht. Auch wenn es nur die Lippe erstmal hier vorne ist. Den Heckdiffusor, den zeige ich euch nämlich gleich. Der ist gewaltig und das gehört mit zu unteren Carbon-Paket für 4.000 Euro aktuell. Dann gehen wir hier weiter. Was ich enorm cool finde, hier hast du auch schön die Sonne drauf, sind die Felgen. Die finde ich einzigartig, weil viele Hersteller ja anfangen immer Felgen entweder in matt oder in glänzend zu lackieren und haben dann Hochglanz poliert. Aston Martin hat sich gedacht, okay, wir machen erstmal, wir beschichten die Felge in matt und machen die Akzente in schwarz glänzend. Mega sportlich, eine richtig geile Idee. Die Keramikbremsen sind bei den Superleggera, bei den DBS serienmäßig. Jetzt hier, wenn wir das große Carbon-Paket außen hätten, wären noch unsere Lufteinlässe hier in Carbon und auch unser Schweller in Carbon. Und jetzt brauche ich mal eure Meinung. Ich persönlich finde, ich hätte die Schweller, also Schweller meine ich jetzt dieses ganze Stück, ne? Das ist echt heftig. Okay. Ich hätte es jetzt auch nicht in Carbon bestellt, weil ich würde sagen, das beißt sich enorm. Gerade wenn es Carbon glänzend ist mit Rot, schwarz-rotes Auto. Ich hätte es auch ohne Carbon unten gemacht, genauso wie hier steht. Dann haben wir ein Carbon-Paket im oberen Bereich. Das heißt, mein Dach hier ist Carbon. Meine A-Säule bis C-Säule ist auch in Carbon. Und mein Außenspiegel. Okay. Und das kostet sage und schreibe 9.000 Euro. Also das lassen sich wieder richtig zahlen. Das ist echt heftig. So, jetzt habt ihr hier mal, könnt ihr mal hier euer Heckdiffusor sehen. Ach, alles in Carbon und es ist schon gewaltig. Es ist viel Fläche und das finde ich dann für 4.000 Euro absolut gerechtfertigt. Okay. Die Auspuffanlage, das A und O bei Aston Martin. Und da muss ich sagen, wir machen mal gleich erstmal einen Soundcheck
noch echt ein bisschen gedulden, weil eine Sache muss ich euch noch sagen, was ganz, ganz wichtig ist, was ein Verkaufskiller ist, wenn man das nicht mitbestellt im Außenbereich. Okay? Hierher. Zeig mal genau jetzt so hinten rauf und ich gehe mal hin. Das sind ja unsere Rückleuchten, dann eine LED komplett durchgezogen und Rückleuchte hier rüber. Und das Ganze ist jetzt hier verdunkelt vom Werk aus. Es gibt ja so gewisse Verkaufskiller. Bei den Lamborghini Urus ist es so, wenn du keine 23 Zoll bestellt hast, ist es ein Verkaufskiller. Okay? Bei allen Ferrari-Modellen, wenn du kein Liftsystem hast, ist es ein Verkaufskiller. Und bei Aston Martin ist es so, wenn du diese Rückleuchte nicht in verdunkelt bestellst, zu 90% springen die Kunden ab. Das ist echt krass. So, Aston Martin ist ja bekannt dafür immer schon gewesen, dass sie mega Sound haben. Aber leider haben die 12-Zylinder-Motoren nie so richtig performt. Okay? Die hatten zwar 12 Zylinder, hatten viel Hubraum, hatten auch viel PS, aber trotzdem haben die auf der Autobahn die Kraft nicht übertragen, haben aber enorm viel Sprit geschluckt. Okay? Dieses Auto soll komplett anders sein. Der soll einen mega Sound haben, der soll richtig gut nach vorne marschieren. Wir haben 3 verschiedene Modusse. Wir machen jetzt einen Soundcheck. So. Wir sind jetzt im GT-Modus, im Gran Turismo-Modus. Das ist okay. Jetzt gehen wir mal im Sport-Modus. Da hört er sich schon anders an. Wir geben mal ein bisschen Gas. Und jetzt gehe ich mal in Sport-Plus-Modus. So. Das ist doch gigantisch, oder? Das ist Wahnsinn. Also, was sagt uns das? Dieses Auto, was Sound betrifft, erfüllt schon mal alle Maßnahmen. Und jetzt komme ich zu meinem Versprechen, bevor wir losfahren. Aston Martin ist immer so eine Sache, die bauen immer so geile Tricks ein. Und hier haben sie es auch gemacht. Wenn hier einer sagt, ich kenne mich mit den Superleggera aus, lass mich doch mal eine Runde fahren mit deinem DWS. Kannst du sagen, grundsätzlich gerne, aber das, um mir zu zeigen, dass du dich zu 100% auskennst, mach einmal die Motorhaube auf. Okay? Weil für mich ist es das einzige Auto, der so eine Funktion hat. Schreibt mir in die Kommentare rein, wenn ihr andere Autos kennt. Ich kenne kein anderes Auto. Weil das Auto hat eine Schlaufe, die ziehst du, zack. Jetzt denkst du, dass deine Motorhaube auf ist. Pustekuchen ist nicht, weil es ist nur die Seite auf. Die andere Seite ist nämlich noch zu. Okay? Die Seite ist noch zu. Das heißt, du musst hier auch noch die gleiche Schlaufe ziehen. Du hast jetzt 2 Sicherungen. So, und hier ist es natürlich geil, guck dir mal einmal das an, 5,2 Liter V12 Twin Turbo, okay? Und dann hast du hier Handbuild in England, Final Inspection by Harrison Block. Die Namen sind immer da drauf. Bei AMG kennen wir immer, dass sie es handsigniert haben. Hier die Engländer ganz präzise, schön eingraviert, fertig, okay? Die komplette Motorhaube, seht ihr von hier innen, ist aus Carbon. Das spricht natürlich auch für das Auto. Ein Gewichtsersparnis ohne Ende. Die Kernfrage war ja, hält das Auto jetzt mit seine fetten Konkurrenten wie der Ferrari, Lamborghini oder McLaren? Außen hin sind wir jetzt durch, Außenbereich sind wir jetzt durch. Da würde ich sagen, ja, das macht er auf jeden Fall. Die Verarbeitung ist genial, die Lackierung ist 100%, Carbonverarbeitung ist 1000%. Und was ich noch geil finde von außen hin, das Auto ist Understatement pur. Und jetzt fahren wir los und gucken, ob das Auto auf der Straße kann. Auf los geht's los. So. Ah, bist schon drin? Ja, klar. Guck mal hier. Alleine, zeig mal einfach kurz auf die Sitze. Ist richtig Leder, so wie man es vom Engländer kennt. Auch geil verarbeitet mit Kontraststitching und sehr grob. Ich finde sehr markant. Und das ist sportlich pur. Riesen Carbonfläche. Und ich bin und bleib ein Fan. Carbon innen. Muss matt sein, oder? Ja. So, das ist hier sozusagen die Touchtronic. Du hast hier keine Hebel, typisch bei, also bei Aston Martin schon lange nicht mehr oder wie bei Mercedes hier. Das heißt, hier hast du die Knöpfe, Parken, Rückwärts, Neutral, Drive. 8-Gang Touchtronic von ZF, endlich zuverlässig, weil Aston Martin war immer bekannt dafür, richtig heftige Getriebeprobleme zu haben. Und eine Sache finde ich nicht gut und was es genau ist, besprechen wir bei der Fahrt. Wir fangen jetzt erstmal an, wir haben 3 verschiedene Modusse sozusagen. Wir fangen an mit GT. GT für Gran Turismo, also ganz, ganz geschmeidig und das merkt man auch sofort. Ganz geschmeidig, ganz easy.
Temperatur schon erreicht. Und dann können wir nämlich mal einen Modus höher gehen, und zwar im Sportmodus. Ich merke sofort, da bewegt sich was. Und jetzt gebe ich mal Gas. Alter, das ist schon geil. Das ist echt geil, wie er hinten jetzt rausblubbert. Aber trotzdem ist es so, dass ich nicht jetzt das Gefühl habe, dass ich 725 PS habe. Das ist es nicht. Das Auto vermittelt mir das nicht. Das Auto smooth nach vorne, obwohl ich Tore dran habe. Und jetzt Windgeräusche ohne Ende auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir hier einen Stau. So, jetzt sind wir typische Phase, so ein Stop and Go. Und sind im Sportmodus. Und ich merke richtig, mein Getriebe weiß nicht, was er machen soll. Der weiß es nicht, der weiß es einfach nicht. Ich bin jetzt im dritten Gang mit ungefähr 50 km/h, viel zu hochtourig. Mein Sound ist zwar mega geil, aber es ist so typisch Aston Martin, daran sehe ich, dass da sich kaum was geändert hat. Der weiß nicht, was er machen soll. Jetzt gehe ich wieder im GT-Bereich rein und jetzt ist er geschmeidig. Der blubbert hinten schön raus. Wir haben hier 725 PS. Der macht Spaß und das Auto hat einen riesen Vorteil, wo viele seiner Konkurrenten rausfallen, wie zum Beispiel der direkte Konkurrent, der Aventador. Hier können auch größere Menschen mitfahren, ist überhaupt kein Thema, weil du den Sitz relativ weit nach unten fahren kannst, okay, und dann noch eine kleine Wölbung im Dach hast. Das heißt, das ist hier überhaupt kein Thema. Jetzt fahren wir mal ein bisschen auf die Autobahn rauf, damit wir überhaupt gucken, kriege ich mein Power, die 725 PS, auf die Straße, ja oder nein. Und jetzt haben wir eine freie Strecke. Ich mache mal das hier runter. So. Und jetzt geben wir mal Gas. Alter Schwede. Der geht gut nach vorne. Mein Sound ist super. Wir haben schon 200. Das geht ganz schnell. Und jetzt geben wir nochmal Gas. Man muss sich richtig konzentrieren. Wir sind schon bei 270. Also das ist unglaublich. Das Auto marschiert nach vorne. Definitiv. Performance-technisch würde ich sagen, wenn ein Auto fahren kann, ist es das richtige Auto. 100%. Weil ich bin echt überrascht, wie geil der da nach vorne prescht. Das ist unglaublich. Und die Bremsen sind sofort da. So, jetzt kommen wir gleich zum Fazit. Grüß dich, alles fit? Ja. Super. So, wir haben ja noch was vorgehabt. Sitzprobe. Jetzt bin ich mal gespannt. Sah schon mal hinten? Nee, noch nicht. Nee? Ich glaube, ich muss eh nach vorne, weil sonst hast du gleich kein Knie mehr. Ja. Alles klar, guck dir das mal an. Komm her. Guck dir das mal an. Also das Ding, ich würde mal sagen, das passt nicht richtig. Also guck mal sein Knie. Geht's einigermaßen. Guck mal sein Knie. Also, hinten Rücksitzbank ist echt absolut Notsitz. Aber ein Kleinkind würde hinten gut reinpassen. Auch Isofix-Sitze hinten. Alles super, aber so ohne Schauen. Fazit. Also, es ist für mich ganz, ganz schwer. Der DBS Superleggera kann definitiv mit seiner Konkurrenz mithalten. Auf jeden Fall. Das Auto hat geballte Power. Das Einzige, was ich so habe, ist, es ist so typisch Aston Martin, ich spüre meine 725 PS nicht so. Ich setze mich rein und habe das Gefühl, dass es kein neues Auto ist. Okay, es ist ein bisschen veraltet. Von außen ein perfektes Auto, von Design her, von Verarbeitung her. Alles super, gerade wenn ich hier meinen Grill sehe und so weiter. Also es fällt mir sehr, sehr schwer, hier ein hundertprozentiges Fazit zu treffen. Ich glaube nicht, dass das Auto konkurrenzfähig ist. Gegen den anderen 12-Zylinder-Motoren geht der ein bisschen runter. Aber wer hier an das Statement haben möchte, typisch Aston Martin, Old English-like, fahren möchte, Klasse, Eleganz, Verarbeitung, perfekt, filigran, ist hier richtig. Aber so eine richtige Sportskanone ist es definitiv nicht. Okay? Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 16 Uhr wieder. Lasst mir Kommentare da, abonniert meinen Kanal. Bis nächste Woche. Ciao.